Oh, willkommen bei einem Pile-Up-Glitch, wieder auf Firebase C. Und dieser ist ein sehr guter Trick, was ihr dafür beachten müsst. Ihr dürft diese zwei Türen nicht kaufen, überhaupt gar nicht, auf gar keinen Fall. Nicht am Anfang, nicht mittendrin, gar nicht. So. Das zweite wichtige Ding, das ihr braucht, ist der Ätherschleicher auf wenigstens Stufe 3. Da ihr bei Aktivierung ein Stück nach vorne geportet werdet und es für den Trick so wichtig ist, dass er ohne das nicht funktioniert. So. Und zwar funktioniert das auf zwei Art und Weisen. Entweder könnt ihr hier über das Dach laufen und euch dann auf diesem Balkon teleportieren mit dem Ätherschleicher, wenn ihr den aktiviert. Oder so wie ich das dann machen werde, hier bei dem Fenster, wo die Zombies rauskommen, stellt ihr euch an diese Sandsäcke hier rechts, schaut hier hoch auf den Balkon und aktiviert den Ätherschleicher und dann steht ihr oben drauf. So, und wenn ihr den dann soweit habt zum Aktivieren, stellt ihr euch an die Sandsäcke, schaut hoch, aktiviert den, seid oben auf dem Balkon, müsst nur hier auf das Vordach springen, könnt hier hoch und dann seid ihr bei dem Portal, ohne dass ihr die Türen aufmachen musstet. So, als nächstes müsst ihr auf jeden Fall die Reaktoren aktivieren, damit ihr punchen könnt. Das ist wichtig, weil ansonsten kommt ihr nicht sehr weit mit eurem Waffenschaden. So, nachdem ihr das aktiviert habt, könnt ihr euch wieder zurück teleportieren. Seht, ihr steht wieder hier oben auf dem Balkon. So, jetzt könnt ihr nach unten springen, zu eurem Pack-a-Punch laufen und eure Waffe natürlich punchen, die ihr die Zombies noch effektiver töten könnt. Was ich euch auch noch sehr empfehlen kann, ist die tote Leitung zu kaufen, denn dadurch springen Blitze bei den Zombies hin und her und töten diese und somit könnt ihr sehr, sehr viel Munition sparen. So, ihr springt wieder nach oben, wie zuvor gehabt, auf das Vordach nach oben und jetzt müsst ihr euch genau an diese Stelle stellen, an die ich gehe. Und zwar ist hier so ein Korb, in den stellt ihr euch rein oder drauf, geht noch ein Stück beiseite und dann seid ihr schon im Glitch drinne. Wie ihr seht, sie ignorieren euch die Zombies komplett und ihr könnt die ohne Probleme töten und so auch jede Waffentarnung freispielen, die ihr wollt, ganz egal mit welcher Waffe, da die Zombies euch niemals erreichen werden. Ganz wichtig ist nur, ihr dürft die Türen, die ich euch vorhin am Anfang gezeigt habe, nicht freikaufen. Und selbst die Imitatoren lassen euch in Ruhe und springen einfach nur, wie die anderen Zombies auch, hin und her. So, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Abo da, bis zum nächsten Mal. Ciao.